Mal gucken, ob ich es wenigstens bis zur nächsten Treppe schaffe. Also nochmal kurz gucken. Rotes Schwert, blaues Auge und grün ist der Hammer. Also Saphir ist das Auge. So, der mittlere Sockel ist das Schwert. Ins Schwert kommt das Blutsteinsiegel. Du passt das Blutsteinsiegel vorsichtig ein. So. Dann den linken Sockel mit dem Auge. Da kommt der Saphir rein. Und im rechten Sockel kommt der Peridot rein. Die Tür öffnen. Du machst dich bereit, die Tür mit deiner Kraft aufzuziehen, findest du aber raus, dass du sie ganz einfach öffnen kannst. Mit gewaltigem Stöhnen deiner Windböe öffnet sich der Weg vor dir. So, Siegel der endlosen Pfade. Und hier hat sich auch was getan. Toll, ging wieder am Banditen verloren und nur 48 wurde verdient. Sehr unschön. In 14 Stunden sind die Waldlandpfade fertig. Ja, dann ist als nächstes die Bibliothek und die Händlerstände dran. Erst die Händlerstände, die gehen. Nö, halt, erst die Bibliothek. Dann die Försterhütte. Oder mache ich erst die Sachen hier? Mal sehen. Sehr gut, soweit haben wir es hinein. Soweit hat es noch niemand hineingeschafft. Lass uns weiterziehen. I'll take a look. Ja. Interesting. Und noch was Verstecktes. Gut, da würde es auf Ebene 7 gehen. Aber wie gesagt, wenn wir hier unten nichts gefunden haben, um das oben zu öffnen, haben wir oben was übersehen. Oh, und Zagani und Alof ihren Level abgeben noch. Überleben. Schnelle Zielerfassung. Nee, brauchen wir nicht. Verteidigungsbündnis. Verbindung des Pirschjägers. Das macht eigentlich Sinn. Schaden gegen Ziele, die von Zeitschaden betroffen sind, macht eigentlich noch mehr Sinn, weil Sagani hat ja ihren verwundeten Pfeil. Und da 50% mehr Schaden, Gefährten heilen, Gefährten wiederbeleben. Pfeilsinn. Bindende Wurzeln oder Stellen. Nee, ich nehme Sinn des Raubtieres. So. Und Alof. Gebe ich mal Überleben. Und wir können Fünfer Zauber, zwei Stück. Akemirs wundersame Folterung. Entschlossenheit, Intellekt und Wahrnehmung. Forstexplosion. Erzeugt einen üblen Schwall aus Eis und eiskalter Luft, der bei jedem Pegelfall im Wirkungsbereich Frostschaden zufügt. Na. Verschlummern. Führt dazu, dass eine Gruppe von Feinden umgehend einschläft und kurzzeitig bewusstlos wird. Na.
Seenland. Er erzeugt eine Pike aus reiner magischen Energie, die Stichschaden zufügt und wie ein Zauberstab eine Explosion verursacht, die nur Feinde verletzt. Das wäre zum Beispiel nett. Gestalt der hilflosen Bestie. Verwandelt einen einzigen Gegner, einen einzigen Feind eines gestandenen Volkes. Amorzwerg, Elfe, gottähnlicher Mensch oder Orlaner in ein Schwein. Das Schwein besitzt eine sehr schlechte Verteidigung, kann sich aber schnell bewegen. 14 Sekunden lang Schwein, sein Kraftwand. Erzeugt eine halbdurchlässige Barriere, die jedem Feind Wuchtschaden zufügt und jeden behindert, der hindurchschreitet. Verbündete bleiben jedoch unversehrt. Das ist gar nicht mal schlecht. Flammenstrom. Entfesselt ein schreckliches Flammeninferno um den Zauberwirkenden herum, das jedem in der Umgebung Brandschaden zufügt. Jeder heißt leider immer jeder. Führt dazu, dass Feinde im Wirkungsbereich ihre schlimmsten Ängste zu sehen bekommen und geschwächt und verschreckt werden. Bittere Bindung. Das Ziel wird mit der Wirkung bewegungsunfähig belegt und wird zum Anker eines eiskalten Energiestrahls des Zauberers, der allen Kreaturen in seinem Pfad Frostschaden zufügt. Heimtückische Wolke. Erzeugt eine Wolke aus ansteckendem Gift, die jedem innerhalb der Wolke alle paar Sekunden direkt Schaden zufügt, bis er die Wolke verlässt. Ja, Lenkrads Deckung. Es wird eine heimtückische magische Kontingenz ausgelöst, wenn die Ausdauer des Zauberwirkers 50% erreicht. Er steckt umgehend alle umstehenden Feinde nieder. Er streckt um, während der kurzzeitig einen Bonus auf Schadensreduktion und Verteidigung genießt. Ja, das ist gar nicht mal schlecht. Will ich die Seelenlanze oder die Kraftwand? Ich nehme die Kraftwand. Zauberbeherrschungen. Die Meisterung eines Zauberspruchs erlaubt eine freie Nutzung dieses Spruches einmal pro Begegnung. Gemeisterte Sprüche eines Zauberers müssen sich nicht in ihrem Zauberbuch befinden, um eine freie Nutzung zu erhalten. Ach ja, das ist, ich muss es leider so sagen, der Bullshit, den sie geändert haben. Weil es gab irgendwann einen Zeitpunkt, ich glaube, das war sogar Level 9, da sind die Stufe 1 Zauber von Pro Ruhephase zu pro Begegnung geändert worden. Und irgendwann später, ich glaube auf 11 oder 12, waren es dann noch die Zweierzauber. Jetzt haben sie es so gemacht. Man kann einen Zauber auswählen von den Einsatzzaubern auf 9 und den dann pro Begegnung sprechen. Also eigentlich möchte ich am liebsten Fluggeschosse, weil ich benutze die ziemlich gerne. Dann könnten wir die nämlich auch aus unserem Zauberbuch tilgen. So, jetzt können wir einmal pro Begegnung Fluggeschosse benutzen. Nee. Statt sie zigmal pro Ruhephase benutzen zu können. Ich werde sie aber trotzdem da drin lassen. I'm here. So. Das ist die einzige doofe Änderung, finde ich, die sie an diesem Teil gemacht haben. Weil ich fand es vorher wirklich besser zu sagen, ja, wenn der schon so hoch ist, dann kann er die Zauber pro Begegnung machen und nicht mehr pro Ruhephase. Weil er halt so ein mächtiger Magier wird. Und es sind nur Stufe 1 Zauber und gerade mal die 4 Stück, die er besitzt. So, ist hier irgendwo irgendwas? Ah, tatsächlich. Da haben wir einen Stein übersehen. Die Xaurus haben Münzen, weggeworfene Juwelen und zersplitterte Fragmente verzierter Waffen und Rüstungen angehäuft. Oh, und hier ist sogar der Schwertheft. Großer Schild, also guter Schild. Und ein Streitkolben. Und hier war noch was zum Plündern. So, Siegel der endlosen Pfade. Ich habe 3 Siegel mit Gravuren gefunden, die in die 3 Mulden in der Tür passen, die ich gefunden habe. Wenn ich sie wieder einsetze, wird mir der Weg vielleicht freigegeben.
Auf der sechsten Ebene der endlosen Pfade habe ich eine große versiegelte Tür gefunden, die zu schwer ist, um sie aufzubrechen. In der Tür befinden sich drei Mulden, in denen sich einst etwas befunden haben muss, da sie von merkwürdigen Symbolen umgeben sind. Auf jeden Fall muss ich einen Weg finden, die Tür zu öffnen, wenn ich weitergehen will. Es gelang mir, die versiegelte Tür zu öffnen. Ich habe den prunkvollen Heft eines Schwertes gefunden. Die Verzierungen scheinen edirischen Ursprungs und eindeutig wertvoll zu sein, ja. Okay, damit haben wir auch das hier erledigt. Noch geht es mit unserer Ausdauer. Du, es ist ein bisschen angeschlagen. Also mit unserer Gesundheit. Etwas, was sie zum Glück im zweiten Teil geändert haben, dass sie, ich weiß nicht, haben sie Ausdauer rausgenommen und Gesundheit zur Ausdauer gemacht oder haben sie Gesundheit einfach rausgenommen? So, dann heißt es jetzt in die nächste Ebene gehen. Wenn wir dort Rastvorräte finden, dann rasten wir mal wieder. Also ich mache jetzt noch weiter bis zur nächsten Haupttreppe und dann sehen wir weiter. I'll take a look. Entlang dieser zerbrochenen Säule finden sich Fragmente verblichener inquitanischer Runen und ein Haufen Skelette sind angeklebt. Aber was ist denn das? Warum waren diese Leute angekettet? Ja, gute Frage. Dein Tagebuch wurde aktualisiert. Aktualisiert sich eigentlich ständig die endlosen Pfade oder was? Ach, der Meister der Tiefe. Ja, auf der fünften Ebene traf ich einen heranwachsenden Jungdrachen. Diese Kreatur labte sich an den geopferten Zaurips und war gerade alt genug, um verständlich zu sprechen. Bevor mich der Jungdrache angriff, behauptete er, dass ihm ein Meister Macht gewährt hätte. Tief in den Höhlen der endlosen Pfade fand ich eine große Skulptur mit einem Kopf aus Adra. Das Gesicht ähnelte keiner mir bekannten historischen Person, aber die Handwerkskunst überstieg alles, was ich zuvor gesehen hatte. Ob dies wohl eine Abbildung des Meisters in der Tiefe ist, von dem die Burgvogtin gesprochen hat? Ich habe die Tür entsiegelt, die in die unteren Bereiche der endlosen Pfade führt. Was in diesem dunklen Ort lauert, dessen kann ich mir nicht sicher sein. Anscheinend warten aber dort aber weitere Entdeckungen auf mich. Also ja, Fäulnisse. This isn't working. Your tail ends. Okay. Nice and quiet. Noch eine Erdfäulnis. Grave down. Sehr viele Erdfäulnissen Grave down. This isn't working. Your tail ends here. Okay.
Not a sound. Windprisma. Dieses dunkle dreieckige Steinblock ist mit blassen, welken Rillen bedeckt. Mhm. Hier ist auch was. Geld.